Jesus back. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe Post bekommen von meiner lieben Corinne, von der lieben Goldklecks. Ich verlinke natürlich wieder ihr Profil. Sie ist bei Instagram und ich glaube auch YouTube. Als erstes, wenn ich schon wieder das Paket sehe, ne, hier. Also da bist du ja echt verrückt. Hat sie mir diese süße Karte mit reingetan. Ich kenne die, also ich bin mir eigentlich sicher, dass ich die kenne. Die ist wunderschön. Wenn ich schon wieder lese, eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit. Ja, nee, ist klar. Die Tasse ist direkt aus Japan. Was? Ich habe jetzt das andere nicht vorgelesen, weil ich euch die Freude... Also ich erkenne es auch nicht, ich habe nicht reingeguckt. Guckt mal bitte, wie schön das koloriert ist. Richtig geil. Hat sie das mit... Ja, hat sie mit Copics gemacht. Mega. Ja, die Stanze hier, diese, also das, sie hat hier zwei große Aufleger benutzt. Einmal den mit dem Spinnennetz und einmal mit dem Bäumchen. Und die habe ich nicht. Ich wollte ja schon immer mal Candy Corn probieren. Oh, da sind auch Candy Corns drin, da. Oh, ja, die kommt wieder hier hin. Ja, jetzt springt mir ja als erstes was entgegen. Ach, ist die geil. Oh mein Gott. Ist die lustig, eine Mario-Welt. Oh, die muss ich gleich meinem Mann zeigen. Die ist ja geil. Wahnsinn. Oh, du bist echt verrückt. Ich dachte erst, das ist irgendwie. Nee, hier steht dieses T und dieses M. Also kein Fehler. Ist das niedlich. Oh, und das ist jetzt wieder sowas. Da habe ich Angst, dass es kaputt geht. Deswegen, ne, die werde ich mir hier an den Tisch stellen. Wo der Mario steht. Ich hatte von ihr schon einen Mario bekommen, der die Hosen runterzieht und sein Popo zeigt. Ja, wer mich verfolgt, weiß, von was ich spreche. Was hast du mir hier reingetan? Du bist ja wohl verrückt. Das steht da drin. Damit kann man wohl gut Texte stempeln. Oh, ich freue mich. Ich muss mal an allem riechen. Das ist ja cool. Kenne ich nicht, ne? Also, ich habe ein einziges. Das mag ich aber nicht. Also ich, die bunten mag ich nicht. Schwarz ist natürlich was anderes. Ja, geil. Probieren wir auf jeden Fall aus. Aber wenn sie sagt, das ist geil, dann ist das geil. Ach ja, jetzt kommt was. Ich hab's schon gesehen. Ach Gottchen, nee. Also als erstes zeige ich euch das hier. Ist das nicht niedlich? Das ist nicht gestempelt und mit der Hand gebrannt. Nein, Corinne ist richtig hart. Die hat sich ein Gerät gekauft. Ich will nicht wissen, wie teuer sowas ist. Da kannst du gravieren. Hm? Richtig geil. Was macht ihr denn? Gizmo. Die Katzen prügeln sich hier. Ist besser als jedes Kino, ich sag's euch.
Lilly. Die beiden. Ist das süß. Och, das hänge ich mal hier hin. Und jetzt kommt der Kracher. Wie niedlich ist das bitte? Oh. Ist das süß. Oh. Oder man macht so rum. Ist das niedlich? Ich bin sprachlos. Sie hat für unsere Gruppe für jeden einen gemacht. Und ja, sie hat halt eben gefragt, was unsere liebste Maus ist. Und das ist meine liebste Maus, weil ich liebe Lebkuchen. Ich lieb's. Der Schatz hier ist 5,5. Ja, und fast auch 5 cm breit. Also, das sieht so hübsch aus. Boah, ich habe es ja schon gesehen, aber das jetzt in den Händen zu halten, das ist alleine das. Wie niedlich ist das bitte? Für alle Lawnfawn-Fans ist das. Ich hatte von ihr ja schon meinen Pullover bekommen von Lawnfawn und ja, Corinna ist ein Schatz. Corinna ist wirklich ein Schatz. Ey, das sag mal, du hast ja wohl... Ihr kennt doch meinen Stempelreiniger, den ich so feier. Und wir hatten uns unterhalten. Da hat sie mir den Zettel reingetan. Ich mach das mal auf. Überlegt euch mal, wie lieb sie ist. Sie kriegt auch noch von mir Post. Ich hatte ihr hier ein paar Sachen besorgt. Also das, was ich bekommen habe. Ja. So. Ultra Clean Hero Arts. Könnt ihr das hier draufschrauben? Und ab geht er, der Peter hier. Ja. Na, da bin ich ja gespannt. Testen wir, probieren wir aus. Und hier ist noch was drin. Du bist ja wohl verrückt. Oh, oh mein Gott, ist das niedlich. Was hast du mir denn gekauft? Ach, Corinna. Ach, nee. Ach, ist das süß. Leute, guckt mal. Ach, da habe ich doch gleich Pippi in den Augen. Ach, ist das niedlich. Ich feiere ja auch diese Box, die habe ich auch von ihr bekommen. Ne? Die kennt ihr ja. Da sind meine, na hier die Pets drin. Das ist so niedlich. Oh Gott. Corinne, kannst du dich noch erinnern? Ach, hängt alles hier. So süß, oh mein Gott. Und Naschi. Wie süß ist das bitte? Ist das niedlich. Nur eine Kleinigkeit. Du Verrückter. So. Das behalte ich hier. Auch der Karton ist niedlich. Corinne, mein Schatz, ich danke dir von ganzem Herzen, aber das hast du mit Sicherheit schon privat gehört, denn das ist das, was ich jetzt tun werde. Geil. Das auch so erhaben.
Die habe ich übrigens als Kuscheltier. Richtig in groß. Die steht bei uns auf der Couch. Fetzt. Also, die stelle ich mir hin, weil ich habe Angst, dass sie mir kaputt geht. Da. Ja, ihr Hasen. Dankeschön fürs Zuschauen. Corinne, ich habe dich ganz, 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 ganz doll lieb. Wir hören uns. Ich freue mich mega über diese Post. Ich freue mich ja über alles. Einfach nur süß. Übrigens, wartet mal ganz kurz. Ich will euch mal was zeigen. Ja, okay. Das wollte ich ihr nämlich mal zeigen. Diese habe ich beim Teddy gefunden. Und wenn man jetzt so eine Maschine hat, kann man hier ja auch was reinprägen. Muss ich sie mal fragen, ob sie das vielleicht haben möchte? Ich habe halt eben so eine Maschine nicht. Ich weiß auch nicht, warum hier sowas drauf ist, weil, ja, ob das nur Deko ist. So, hier plumpst mir gleich wieder alles entgegen. Doch, Leute. Also wie gesagt, die gibt es noch in ganz, ganz vielen anderen verschiedenen Farben. Und ja, wie niedlich ist das denn bitte, wenn man hier auch irgendwie was reinprägt? Ich frage mal, ob sie das haben möchte. Dann kann sie sich da was reinprägen. Ihr Lieben, Dankeschön fürs Zuschauen. Küsschen aufs Nüsschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.